Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum vierten Teil von Abandoned Sector, einem Mudrunner Let's Play. Yo, wir gehen mal wieder zurück in unseren verlassenen Sektor und so langsam können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir den havarierten 7310, der sich hier im Wasser befindet, wieder fit machen. So ein paar Dinge habe ich mir überlegt nach der letzten Folge. Also, wenn ich den so repariere und dann den Motor anlasse, könnte ich mir vorstellen, dass er bloß neuen Schaden nimmt. Insofern würde ich den eigentlich gerne, bevor ich da Hand anlege, ein bisschen ins flachere Gewässer ziehen. Da hinten sieht das auch so aus, als könnte man da reinfahren, tatsächlich. Allerdings, wenn man sich das Ganze hier so anguckt, weiß ich nicht, ob man da so gut durchkäme. Das wäre vielleicht ein Versuch wert. Wie dem auch sei. Ich bräuchte auf jeden Fall ein Fahrzeug, das überhaupt in der Lage wäre, den 7310 zu bewegen, ziehend mit einer Winde. Und ich glaube, da habe ich nicht so eine riesige Auswahl hier. Ich könnte natürlich jetzt nochmal die einzelnen Fahrzeuge hier nochmal durchgehen. Was haben wir denn da? Das sind die beiden mit den Werkstattpunkten. Die haben überhaupt keinen Sprit. Das kann ich vergessen. Hier, was ist denn mit dem? Der ist natürlich am Arsch der Welt. Der müsste komplett hier außen rum. Das ist auch nicht so super. Der B66 ist zu klein dafür. Ah, der K700 vielleicht. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Wumms. Ist vollgetankt. Oh Gott, mit dem über die halbe Map zu gurken. Naja. Das ist nicht so wirklich mein Lieblingsfahrzeug, aber vielleicht kann er sich ja in mein Herz spielen. Die anderen, die das noch machen könnten, sind die hier. Gucken wir hier nochmal. Wenig Kraftstoff, viel Schaden. Wenig Kraftstoff, viel Schaden. Wenig Kraftstoff, viel Schaden. Gut, Entscheidung ist gefallen. K700. So, K700. Dann lass doch mal gucken. Wir starten erstmal den Motor. Und na, den Frontlader nochmal eben einklappen und zuklappen. So. Das gefällt mir schon mal besser. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier lang müssen. Also, der steht im Prinzip schon in die richtige Richtung. Und könnten wir einmal hier rumfahren, hier um den Berg herum. Und dann vielleicht uns hier irgendwie so durchmogeln. Und da zum 7310. Okay, also. Dann fahren wir doch einfach erstmal hier ein Stückchen. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, mit einem echten K700. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob der wirklich K700 heißt, aber der kam aus einem riesig tiefen Fluss gefahren, beziehungsweise war quasi nur noch die Schnauze guckte raus und so ein bisschen von der Frontscheibe. Und dieser bekloppte Fahrer hat es tatsächlich geschafft, den da rauszubringen. Und dann hat man erst gesehen, als er rauskam, dass da hinten dran noch ein riesiger Anhänger hing. Also das war ziemlich beeindruckend. Und ja, seit ich dieses Video gesehen habe, hatte ich schon mal wieder Lust, mit dem durch die Gegend zu gurken. Aber meine Longridge-Level-Erfahrung mit dem Beladen des 7310 mit dem K700, ja, die war irgendwie suboptimal. Und was ist hier überhaupt los? Allrad einstellen. Und ja, seitdem habe ich so ein bisschen so eine
Aversion gegen diesen Truck oder Trecker oder wie auch immer man den bezeichnen will. Also zu meinen Lieblingsfahrzeugen zählt er nicht, aber mal gucken. Schlimmer kann es nicht werden und wenn er uns hier den 7310 retten kann. Was hat der überhaupt für einen Wendekreis, sag mal? So, sehr schön. Hier ist wieder die Stelle mit dem kleinen Fluss, ne? Nee, das ist eine andere Stelle. Ich muss ab und zu mal auf die Karte gucken. Wir müssen hier erstmal weiterfahren. Wir gucken, ob das hier aus der... Ich stehe am Abgrund. Ich glaube, es ist doch besser, den nicht aus der Cockpit-Perspektive zu bedienen. Lieber erstmal langsam und vorsichtig. Vielleicht freuen wir uns ja noch an. Muss erstmal hier so eine vernünftige Fahrperspektive mit dem finden. Scheint auch so zu sein, dass man die Kurven besser erst anfährt, nachdem man die Lenkung eingeschlagen hat. Beziehungsweise kurz vorm Gas geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liegt das nur am Allrad, dass das so schwer ist? Guck mal, wie das ohne Allrad funktioniert. Geht auf jeden Fall auch ganz gut. Kann auch nicht schaden. Wegen des Benzinverbrauchs. Und solange der Weg hier auch nicht allzu matschig ist, macht das ja sowieso Sinn. So, jetzt wird es mal ein bisschen matschig. Packe ich den Allrad mal rein. So, hier sind wir wieder an dieser großen Matschkreuzung. Ich will mal kurz auf die Map gucken. Genau, müssen wir jetzt hier rechts. Das ist gar nicht die große Matschkreuzung, sieht nur genauso aus. Hat der überhaupt eine Winde? Ja. Winde hat wahrscheinlich hier jedes Fahrzeug in diesem Spiel. Ich mache mir jetzt hier einfach mal ein paar Wegpunkte. Eins, zwei, drei. So. In 1 plus gehen. Ist ja nicht wirklich ein Unterschied. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Ist hier hinten lang. Also ich kann auch nur noch mal wiederholen, die Map mag jetzt nicht die anspruchsvollste sein, aber ich finde, sie ist wirklich hübsch designt und vor allem, ja, glaubhaft. Und das finde ich bei diesem Spiel nicht ganz unwichtig. Komm schon. So, einen weiteren Vorteil, dieser Truck hier haben dürfte, in dem Tümpel, in dem der 7310 liegt, ist, dass das Führerhaus relativ hoch liegt und ich dementsprechend vielleicht
auch von der Seite aus reinfahren kann, wo dieser kleine Strand da zu sehen ist, ohne unterzugehen mit dem. Im besten Fall kann ich vielleicht den 7310 sogar komplett an Land ziehen. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es erstmal ein amtlicher Plan. Ob er dann aufgeht, steht auf einem anderen Blatt Papier. So langsam macht mir aber der Benzinverbrauch hier auch ein bisschen Sorge. Ich nehme mal den Allrad nochmal raus. So, jetzt kommen wir gleich da unten an den See. Müsste der dann auf der rechten Seite sein. Dann mal gucken, ob wir hier irgendwie rechts an dem See entlang kommen. Fahren erstmal hier noch ein Stück vor. Ah, das sieht gar nicht so gut aus. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, hier links zu fahren und den See von der anderen Seite, dann vielleicht hinter den. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fahre hier nochmal so ein Stückchen um die Ecke und wir linsen hier nochmal um die Ecke. Ja, da brauche ich es gar nicht versuchen, hier lang zu fahren. Das wird nichts. Also fahren wir den langen Weg einmal um den See rum. Allrad nochmal rein. So, da hinten sehen wir unseren havarierten Truck. Hier sind auch Spuren, die ins Wasser führen. Ich den vielleicht auch hier rausziehen. Ich schaue mir das nochmal an hier. Also wirklich unwahrscheinlich ist das nicht. Das ist natürlich ein langer Weg. Aber wer weiß. Ich guck mal. Ich werde hier mal reinfahren. So, ja, Quicksave wäre jetzt toll. Gibt's nicht. Man könnte ja auch meinen, dass der 7310, der steht ja mit Fahrtrichtung hier in diese Richtung. Vielleicht wollte der ja hier rausfahren. Dann kommt er jetzt vielleicht doch etwas verspätet zu seinem Ziel. Gucken wir mal. So, das sieht ja erstmal hier völlig entspannt aus. Jetzt nicht mehr. Oh. Aber alles noch im grünen Bereich. So, hier wird es nochmal ein bisschen tiefer. Ja, so ähnlich sah das Video auf YouTube aus, was ich gesehen habe. Allerdings war der noch tiefer drin. So, eigentlich finde ich das alles top bis hierhin. Ich glaube, ich könnte sogar schon mal versuchen, die Winde anzubringen. So, Windenausgangspunkt nehmen wir den. Windenziehpunkt nehmen wir den. So, dann nur ziehen. Ja, er hat auch nur ziehen. Wahrscheinlich, weil der komplett platt ist, der andere. Und jetzt müssen wir natürlich rückwärts fahren. Und ich hoffe, da kriege ich das geregelt mit dem Lenken. Ein bisschen weiter raus und dann geben wir mal vorsichtig Gas. Oh, guck mal. Ich nehme alles zurück, was ich zum K700 gesagt habe. Das ist ja sensationell, was hier gerade passiert. Okay. Na, jetzt fahre ich mich gerade so ein bisschen fest und ein bisschen hier links und rechts bewegen. Ja, ich glaube, es tut sich ein bisschen was. Ich komme auf jeden Fall hier Meter für Meter anscheinend vorwärts oder rückwärts, wie man es nimmt. Sinke allerdings vorne gerade so ein bisschen ein. Gucken wir mal.
ob ich hier vielleicht ein bisschen schräg wieder rauskomme aus diesem Loch. Vielleicht auch mal, ich glaube, man kann auch den Rückwärtsgang ein bisschen dosieren. Komm, 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 komm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, jetzt geht der 7310 Grad wieder ein bisschen tiefer. Okay, komm, 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 komm. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss hier ein bisschen mehr seitlich gehen, damit ich den Strand hier treffe. Aber ist nicht so einfach. Oh, jetzt kriege ich wieder gut Grip. So, nochmal ein bisschen weiter einschlagen. Und komm, 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 komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich bin begeistert. Das ist ja wirklich unfassbar. Ich habe jetzt selber nicht mit gerechnet, dass das so gut klappt. Ich weiß, das muss fürchterlich sein, mir zuzuhören. Eigenlob stinkt. Aber ja, das Spiel ist immer noch, wie soll ich sagen, so neu für mich, dass ich immer begeistert bin, wenn irgendwas funktioniert, wie man sich das vorher ausgedacht hat. Und ja, deswegen bin ich da vielleicht immer etwas zu euphorisch. Okay, nur ziehen klappt nicht, das muss ich schon aktiv machen. Aber bin ja hier auch gleich so weit, dass ich das mal als geglückte Bergungsaktion bezeichnen kann. Zack. Wir lösen die Winde. Das ist wirklich sensationell. So, dann stellen wir den hier nochmal an der Seite ab. Also K700. Ich weiß jetzt, wofür ich dich in Zukunft benutzen kann und das war wirklich super. Das hat mir richtig gut gefallen. So, was bedeutet das jetzt? Wir haben den 7310 hierher gebracht, haben ihn erstmal aus seinem nassen Grab befreit und jetzt steht der C375, der reparieren soll, natürlich nicht mehr ganz so günstig. Aber... Ja, sieht so aus, als müsste der einmal ganz außen rumfahren. Oder aber er schafft es irgendwie hier durch dieses kleine Wäldchen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal... machen wir hier erstmal den Motor aus. Und dann würde ich, glaube ich, erstmal tatsächlich auf den 375... Oh, ist das schön leise. Also der K700 macht den Wahnsinnskrach. Werde ich mal schauen, ob ich hier vielleicht irgendwie durch diesen kleinen Wald hier komme. Ich glaube, da ist ja der Jeep umgekippt, aber durchgekommen ist er zumindest. Aber einfach war das nicht, da kann ich mich dran erinnern. Und durch das Wasser bringt jetzt nicht so wirklich viel. Hier am Rand lang sieht mir das auch sehr gefährlich aus. Und sonst bliebe natürlich nur der sehr, sehr lange Weg außenrum. Das will ich eigentlich eher vermeiden. Wir versuchen mal hier, ich setze mir mal hier einen Wegpunkt hin und wir gucken mal, ob wir da irgendwie durchstechen können. Der hat noch 189 Liter Kraftstoff. Ich kann da das Allrad mal anstellen und dann noch mal schauen, was der so auf dem Kasten hat. Schön langsam. Ja. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gesehen. Motor abgewürgt. Okay. Ich habe wahrscheinlich gerade dafür gesorgt, dass dieses Let's Play wieder eine Folge länger dauert. Wer kann den umdrehen? Schafft der A469 das?
Ist eigentlich der einzige, der, na gut, der K700 könnte auch hier rüberfahren, aber ich guck mal, ob das der Jeep schafft. Wie viel Benzin hat der denn noch? 24 Liter. Ich hatte erst vermutet, dass der gar nicht mehr zum Einsatz kommen würde in diesem Let's Play, aber gut. Das hat sich jetzt durch meine Unfähigkeit mit dem C375 gerade erledigt. Also der Jeep darf noch mal ran. Differential mache ich mal aus. So. Und los geht's. Sehen wir auch schon einmal das Sägewerk, was wir später beliefern wollen. Und dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. So. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, eigentlich immer noch geradeaus. Bin ich noch richtig? Jawohl. Mein Differential mal rein. Na los. Na, bringt das hier was im Plus 1? Ja. Läuft. Ach so, Moment. Nee, das wäre falsch. Ups. Wir müssen hier lang. Na komm. Okay. die Karre ist völlig zugeschmaddert. Sehr schön. Ja, ich habe hier auch so ein Matt-Mod tatsächlich auch drin. Ich muss mal wieder ohne den spielen, um zu sehen, was eigentlich das, was die Programmierer sich dabei gedacht haben, wie der Matsch so wirklich aussieht. Ach, ich bin ja schon da, Mensch. Das ist ja mal eine schöne Überraschung. Dann gucken wir doch mal, ob ich in der Lage bin, diesen C375 nur mit dem Jeep umzudrehen. So, da bringen wir mal die Winde an. Und ich sage ziehen und löse die Handbremse, gehe in den Rückwärtsgang, ein bisschen weiter raus, Licht können wir anmachen. Dann haben wir hier schön den Spot drauf. Und los. Ah, das habe ich mir gedacht. Ziehen, ziehen, ziehen und fahren. Ne. Das kann ich vergessen. Ah, wie ärgerlich. Schade. Na gut. Irgendwie auch unwahrscheinlich. Probier's nochmal. Ne, da bewegt sich gar nichts. Wir lösen die Winde. Und vergessen diese Aktion erst einmal. Okay. Was gibt's noch für Optionen? Ja, tatsächlich den K700 gibt es als Option. Das ist eigentlich sogar mehr oder weniger die einzige Option, die ich habe.
Wo müsste denn der K700 später mal sein, wenn er Holz beladen möchte? In der Stammausgabe. Dafür muss er sowieso ja wieder um den Berg rum. Ich bin gerade am Überlegen. Bin am Überlegen, ob ich den K700 einmal durch den Teich schicke. Ja, mache ich. Nachts durch den Teich wollte ich immer schon mal. Gut. Könnte theoretisch den noch mal auftanken. Geht das, wenn der andere, wenn ich auf den wechsle, Tankwagen? Oh ja, das geht. Guck mal. Könnte den auftanken. 177 Liter. Ich habe 1200 Liter drin. Huch. Was ist jetzt? Das sieht mir nach einem Grafikbug aus. Okay, das hatte ich tatsächlich schon mal. Das war dann irgendwie mit dem UHD-Mod tatsächlich in Verbindung. Okay. Also, ich habe jetzt noch den K700, den Geister K700 mit dem Geister E7310 aufgetankt. Eigentlich wollte ich jetzt noch durch den Teich fahren. Aber das heben wir uns dann mal für die Folge 5 auf und ich hoffe, ich krieg diesen Grafikbug bis dahin in den Griff. Ich mach mal wenigstens die Map an, die sieht ja noch heile aus. Und würde jetzt erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch bis hierhin ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, ihr seid nächstes Mal dabei, in der Hoffnung dann wieder eine funktionale Grafik zu haben und wünsche euch zunächst einmal bis dahin alles Gute und sage Tschüss.